come see me tonight. In the sec we're flirting and we dance for hours. She knew that she had me, but I didn't realize I'm sleeping with a vampire. Weißt du, ich habe jemanden gesehen, der trinkt Farbe und kotzt es dann auf Bilder, und das war mehr Kunst als das. Weiß ich nicht, also das hier ist durchaus so, also 100 Wasser hat auch so Häuser gebaut. Der ist tot. Stell mir mal die Frage, warum. Aber das hast du gut gemacht, doch. Das Haus, das würde ich mir für einen Fünfer, würde ich es mir kaufen. Bisschen mehr als ein Fünfer ist von mir. Ist halt, ne, also das Haus ohne diese hässliche Kackspitze wäre jetzt schon von vornherein erstmal ein Haus. Ja, also du erkennst das hier definitiv schon mal als Haus mit so einer eingezäunten Terrasse dran. Ja, genau. Ne, das kann man schon mal machen. Das kann man schon mal machen, auf jeden Fall. So, das Problem ist... Der nächste Punkt, etwas, was ich halt nochmal demonstrieren wollte. Man kann ja immer so viele Sachen hier anklicken, ne? Ja. Einmal hier so diese lustigen Spannrillen zum Beispiel, die es hier gibt. Das ist dann halt dazu gedacht, um Bereiche wie hier mit dem Zaun nochmal oben zu verzieren und zu dekorieren. Ich glaube, das meine ich. Geh mal bitte an die obere, ans Dach. Geht das da? Du kannst es nur da oben drauf packen. Nee, warte, da unten. Unten links, 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 links. Nee, das andere links. Links. Da. Ja, mach mal. Ja, doch, das hatte ich und da war ich verwundert. Ja, weil ich nicht wusste, was das soll. Ja, genau, weil man sieht das halt noch nicht. Hier siehst du es noch deutlicher, was es ist. Aber es ersetzt halt quasi eine Wand. Also das zählt für das Spiel auch wie eine Wand. Ja, er versucht das einigermaßen daran zu bringen. Und wenn man dann irgendwas Falsches anklickt... Das ist halt eine Rundung! Ja, man könnte auch Wände mit Rundungen machen. Aber das wäre ja was. Ne? Das wäre ja was. Wäre ja schön, wäre das ja. Und du hast auch die Möglichkeit, dann hier entsprechend die Säulen zu setzen. Also das Schöne wäre halt, wenn man die Säule hier an die Ecke setzen könnte. Guck mal, alt, ist, vielleicht geht das. Das funktioniert nicht bei Säulen. Die Säulen klippen auf dieses Gitter. Also ihr habt ja dieses Gitter kennengelernt, das schöne Gitter. Und die Säulen setzen sich immer nur an die Gitterpunkte und halt auch nicht mittig. Soll heißen, man kann halt hier das, was so schön aussehen würde, an der Rundung halt nicht machen. Ich meine, wir können das wenigstens hier hinsetzen. Aber in der Rundung, wo sie es hinkriegen, verficken, zapfen, vergesst es. Es ist, die Dinger gehen nicht mit alt. Ihr könnt sie höchstens irgendwo hinzwingen mit einem Cheatcode, aber nicht an so eine freie Position. Das ist so. Das ist, ja, ich weiß. Noch eine schöne Sache, die man auch ganz oft übersieht, ist halt das Fundament. Das kann man erhöhen, sogar ziemlich krass. Baut niemals Fundamente. Damit Nie. Habt ihr viel Spaß. Nie. Nie. Man braucht immer scheiß Treppen irgendwo hin, um da überhaupt dann ins Zimmer, ins Haus zu kommen. Also man macht ganz gerne so ein niedriges Fundament, ja. Da kann man auch sagen, wie es aussehen soll. Auch hier wieder das gleiche mit Alt und Shift, habt ihr die Möglichkeit, so einzelne Partien zu setzen. Und dann kann man halt, damit Sims überhaupt dahin gehen können, eine Treppe dahin setzen. Und dann habt ihr eine kleine Stufe da rein und die führt dann zum Haus. Macht das Fundament mal ein bisschen größer, bitte. Warte, hier. So, ich möchte jetzt die Treppe anmalen an der Seite, weil die soll natürlich auch hübsch sein. Ja, das Problem ist, dieses Steinfundament ist nicht etwas, was man da hinpacken kann. Es gibt aber eine Tapete, die das gleiche Fundament hat, also die gleiche, die gleiche Gestaltung hat. Ja, da. Genau. Das Schöne ist, die hat halt so einen scheiß Holzbalken, was da halt eigentlich nicht ist. Geh mal auf die andere Seite. Ja. Da ist er jetzt auch. Ja. Ich hatte eine Scheißtreppe, die hatte das nicht. Echt, die hat es geschafft, auf beide Seiten unterschiedlich zu sein. Du kannst Dinge machen, du kannst bei den Dingern aus Versehen was löschen, was nicht sein soll, und dann verhalten die sich komisch. Das ist halt machbar. Du kannst denen die Wand weglöschen, dann hast du halt eine freischwebende Treppe. Immerhin etwas. Kannst aber nicht sagen, ich will nur die eine Seite gelöscht haben. Das ist immer das... auf beiden Seiten. Genauso wie du hier nicht sagen kannst, ich will nur auf einer Seite Geländer haben. Was halt bei Treppen hier, finde ich, immer scheiße ist, weil manchmal gehen die an der Wand entlang. Da geht eine Treppe an der Wand entlang. Und dann hat das in der Wand ein glitschendes Geländer. Ja. Why? Selbst bei Sims 3 konnte man die einzeln setzen, wenn ich mich richtig erinnere. Das war halt schon scheiße. Also das war schon wirklich nicht schön.
Das einzige Tolle, was ich als Neuerung finde, ist halt, dass man die Möglichkeit hat, diese Säulen hier auch außen zu setzen, wenn sie dann mal gerade wollen. Also, ich glaube, da muss man runterblenden, sonst klappt das nicht. Genau, du kannst die halt sowohl, die sind dann innen, erscheinen die nicht, weil die so außen drumherum gesetzt sind, wie so ein Kuchen. Kannst die aber auch innen setzen, wenn du willst. Ich habe nicht zugehört, ich habe nur noch Kuchen verstanden. Die Säulen setzen sich da drum wie ein leckerer kleiner Kuchen. Siehst du hier die Abspaltung und man sieht das dann innen nicht. Man kann sie aber auch innen setzen, wenn man sie innen haben will. Das ist halt schon ein schönes Designelement. Das haben sie schön ausgedacht. Da haben sie die ganzen Ressourcen reingesteckt, die sie sonst darin gesteckt hätten, dass runde Wände funktionieren. Ja, ich befürchte es auch. Aber das ist halt wenigstens ein Gestaltungselement mehr. Aber guess what? Du siehst die Enden da, aber das da oben ist ja keine Wand. Das ist ja das Dach. Da kann man dementsprechend auch keine Säule mehr hinsetzen. Das heißt, so ein Dach mit solchen Säulen, auch wenn das noch so schön aussieht, geht dann halt in dem Moment nicht. Ihr könnt übrigens so wie, also ihr könnt Sachen anklicken, die sind ja dann aktiviert. Ne? Ja. Ich kann auch kopieren, dann hat man das gleiche nochmal an der Backe. Ja. Man kann aber dann einfach anklicken und entfernen drücken auf der Tastatur, Ist es weg. Das ist eine schöne Sache. Das war ziemlich simpel. Was mich an diesen Dächern hier immer stört, vor allen Dingen mit... Klar. Natürlich muss wieder eine runterblenden. Übrigens, womit ich Leute immer so, hey, womit blendest du so schnell hoch und runter? Bild hoch und runter auf eurer Tastatur, wenn ihr das habt. Das ist normalerweise über euren Pfeiltasten, dieser 6er-Ziffernblock mit Entfernen, Einfügen, Rollen und Pause. Und genau. Dann, nee. Doch, also du hast Druck, Rollen, Pause habe ich oben, dann hast du Einfügen, Entfernen, dann hast du Position 1 und Ende. Position 1 und Ende sind übrigens die, womit man die Wände hoch und runter blenden kann. Wenn man das nutzen möchte. Sinnvoll. Ja. Nachvollziehbar. Das macht tatsächlich immer Sinn auf der Tastatur, muss weißt man ganz du, ehrlich sagen. Weißt du, was ich schön fände? Ja. Wenn ich ins Menü gehe und sage, ey, Tastaturbelegung, wie bist du eigentlich? Und dann würde ich sagen, ey, das ist ja absoluter Käse. Ich möchte gern die Tastatur neu belegen. Ich weiß gar nicht, ob hier die Tastaturbelegung... Nein! Sie wird nicht angezeigt! Es gibt keine Tastaturbelegung! Hast du das Gameplay und Musik und Grafik, aber du hast nicht Tastaturbelegung. In den Lektionen wird das zwar mal erklärt, aber man kann sie sich nicht umstellen. Das ist halt immer schade in Spielen. Vor allen Dingen in einem scheiß Simulator. Ja, in einem Simulator, meine Güte. Komm, weißt du, was mich an diesen Dächern stört? Du siehst doch, die haben hier diese lange Kante, ne? Das heißt, wenn du es mit anderen Dächern kombinierst, die haben ja alle keine lange Kante. Sieht es halt kacke aus. Du hast halt die Möglichkeit, die reinzuschieben, aber das sieht immer noch bescheuert damit aus, vor allem, weil es hier übersteht. Steht halt hier über, das ist schön, aber steht bei den anderen Dächern nicht über. Wenn du die miteinander kombinierst, sieht es kacke aus. Ist halt einfach auch so schon, so mega das Kack. Weißt du, was ich schön fand? Ich glaube, das war auch bei Sims 3. Ich habe ein Haus gebaut, habe gesagt, nimm das Dach. Und dann hat mir das Spiel ein Dach gemacht. Man wollte ja, und man konnte es halt quasi... Man konnte es, glaube ich, auch manuell machen. Man konnte es selber machen, wenn man wollte. Und das ist ja halt das Schöne, man kann die Sachen kombinieren. Aber siehst du, wie das aussieht, wenn du versuchst, die beiden Dächer miteinander zu kombinieren? Ja, halt kacken hässlich, weil das eine runtergeht. Und dann muss man das eine so hochziehen. Und das ist halt, ich weiß auch nicht, also so von sich aus müsste das Spiel das dann erkennen. Das wäre schön. Ich finde es auch sehr schön, dass wir hier ein super Dach haben, was mich überhaupt nicht triggert, weil es natürlich symmetrisch ist. Ja, ich meine, guck mal, wie das hier drüber guckt. Ja. Obwohl, ich meine, ich will halt auch das da reinschieben können. Ich will halt auch, dass das nicht drüber rauskommt. Kannst du doch, da ist doch ein Pfeil. Schieb's doch einfach rein. Ja, aber man kann es nur nach unten und nicht da reinschieben. Doch, da ist doch ein Pfeil. Nee, das ist, dann wäre es ja hier drin. Aber so wollen wir das doch. Ja, aber stell mal vor, du willst es bündig haben. Bevor du willst es bündig haben, weißt du, wie kacke das dann aussieht? Moment, lass mich mal kurz, ich muss das gerade selbst... Ich muss gerade selbst es testen. Jetzt wäre die Wand bündig. Guck das scheiß Dach raus. Jetzt ist die Wand nicht bündig. So, jetzt. Zack. Das macht mich jedes Mal so fertig. Wenn ich mit Dächern arbeite. Das macht mich so fertig. Nein. Okay. Das ist so das Dümmste,
Ich mir denke, wenn sie das hier eingeführt haben, wieso nicht auch da vorne? Vor allen Dingen, weil es ja angezeigt wird, dass es nur bis dahin geht. Aber es geht nicht nur bis dahin. Es geht drüber hinaus. Das ist halt einfach so traurig. Das ist wie wenn die Bahn nach Berlin fährt und sagt, nächste Haltestelle Berlin, und sie fährt aber weiter bis nach Spandau. Ja. Du denkst, Mann, du hast gerade gesagt Berlin. Und dann freust du dich, weil du in Spandau bist. Ja, gut, na, das ist was anderes. Aber ich freue mich nicht, wenn mein scheiß Dach hier übersteht. Ja, das ist auch so ein Ding. Und man kann bei Dächern auch nicht sagen, die eine Seite des Daches soll anders eingefärbt sein. Das geht halt auch nicht. Ja, guck mal. Ungültige Ausrüstung. Okay. Dankeschön. Was auch immer, einzelsetzen konnte ich es jetzt nicht. Was? War mir auch neu. Ich konnte nicht einzeln hier, wenn ich das hier angeklickt habe. Du hast die drinnen gesetzt, oder? Nee. Nee, sagte ungültige Ausrüstung und ich, Richtung. Und ich, also wenn ich es hier oben anklicke, je nachdem, wo ich es angeklickt habe, hat das Spiel einfach... Manchmal ist das Spiel halt ein bisschen... Hat Probleme. Um es freundlich auszudrücken. Und hier bei dem Dach stört mich wiederum, dass ich hier nicht diese kleinen Marker habe, um das runterzuziehen. Hm. Guck mal, wenn das jetzt ganz drauf sitzt. Guck mal. Dann steht das ein bisschen, oder ist es ein bisschen zu... Ja, guck mal, das ist doch kein Dach. Guck mal, wie das aussieht. Nee. Und dann muss man das hier drumherum setzen. Ja. Und das ist halt auch schade. Also das kann man nicht ändern. Das ist halt einfach so. Das funktioniert halt so. Was soll's. Muss man dann halt damit leben. Macht immer wieder eine große Freude. Ja, ist schon ein schöner Block, den wir jetzt da gebaut haben. Aber nur um mal ein paar Sachen zu verdeutlichen. Also, das ist übrigens schöner als das Haus, was ich gebaut habe für das Spandauer Inferno. Oh. Pool. Am Pool, da hast du halt nicht so viele Möglichkeiten. Du kannst nicht direkt was Rundes machen. Du kannst halt hier solche Teile, solche Elemente bauen. Das kannst du halt auch einzeln machen. Du hast halt die Möglichkeit, das ja hier auch so schräg halt mit dem Einzeltool hier so schräg zu setzen, wenn man will. Na, dann passt er das mit an. Finde ich so ganz cool. Ist ja auch in Ordnung, muss ja nicht rund sein. Ja. Was ich persönlich halt geil finde, das fand ich halt auch bei Sims 3 schon cool, dass du halt hier innen drin die Farbe ändern kannst. Ja, das habe ich auch herausgefunden, das finde ich nicht schlecht. Und den Boden kannst du auch ändern. Ja, und das ist halt eine ziemlich coole Sache. Und da kann man das mit einem Klick machen. Und darüber hinaus kann man halt noch das Wasser ändern. Das haben sie, ich weiß gar nicht mal wann, reingepatcht. Einmal hast du die Möglichkeit hier halt da drumherum, so, ne? So wie die Gestaltung sein soll. Und dann hast du hier die verschiedenen Wassertöne. Kirschblüten, ne? Kann man auch mal in Kirschblüten schwimmen, sich dran verschlucken und sterben. Oder the floor is lava. Ne? Also, ich finde, das passt so ein Pool brauchst du Spandauer Inferno. The floor is lava Pool. Oder hier so ultra shiny. Du meinst, weil sie alle ihre Tage haben? Auch. Ja. Also das hier ist halt ultra shiny. Das ist ja so ein normales Poolwasser, aber das hier ist halt insane Glitzer. Das ist Florida Trinkwasser. Ja, und das ist halt Brackwasser, ne? Ja. Das ist so ein Ding, ne? Gut. Kann man machen. Okay, aber das ist cool. Das muss ich gestehen, das finde ich schön. Ja, das fand ich auch ziemlich nett gemacht. Auch die Gestaltungselemente mit hier, dass man so die Möglichkeit hat, hier so eine Steinwand reinzuballern und so. Und dass man auch hier unten so Gestaltungselemente machen kann, die dann blubbern und all so ein Krempel. Mhm. Ne, das ist schon ganz nett. Auch so, die Bäume sind auch ein bisschen freundlicher als Sims 3 zum Setzen. Nicht mehr so, du darfst Bäume da und da nicht hinsetzen. Die haben ein bisschen kleinere Flächen, wie man sie hinpacken kann. Genau, und die Flächen sind kleiner, dann kollidieren die nicht unbedingt mit dem Haus. Ja, sie können auch reingucken, aber so extrem ist es halt nicht. Man hat mehr Möglichkeiten, dass es nicht da direkt reinguckt und so, dass man so denkt, oh, guck mal, da guckt ein Baum durch mein Wohnzimmer. Passiert aber auch, wenn du das jetzt hier zu nah ransetzt, dann guckt er natürlich da quasi rein. Ne? Das hätten sie auch anders machen können, dass wenn Bäume ins Haus... Du meinst so Fehlermeldung-mäßig, so rot? Ja, oder halt einfach auch, wenn Bäume ins Haus klippen, dann sieht man sie im Haus nicht. Ach, du meinst abschneiden? Mhm. Oh, das ist so aber automatisiert, schwierig. So. Das ist ganz schön schwierig. Glaube ich auch. Dafür musste eine neue Engine entworfen werden. Ja. Und die waren gerade immer noch damit beschäftigt, diese mal. Dachgiebel reinzukriegen. Ich glaube, da ist schon wieder mein Boden automatisch drin, den ich ja nicht haben wollte. Ja, der ist tatsächlich automatisch drin, weshalb du ja die Halbwände genutzt hast. Wie lass den jetzt? Oh, schade. Oh. Ich frag mich, was jetzt dafür verschwunden ist. Geh mal ins Dach wahrscheinlich. Im Dach geht's noch gut. Ich habe keine Ahnung,
Frag nicht. Ich weiß auch nicht, wie das da wieder hingekommen ist. Aber ihr seht ja, Sims ist da nicht immer ganz so einfach. Dinge passieren halt. Bei Sims baut das Spiel das Haus. Was auch eine sehr, sehr schöne Möglichkeit ist, gerade bei Bäumen und bei Büschen, also wie ich gerade schon gefragt habe, man hätte... Apropos, bevor du jetzt weitermachst. Bei die Sims konnte ich ein Spray-Tool nehmen und ich konnte Blumen auf den Boden sprühen. Ja. Wo ist diese Scheiße? Hier, Geländefarben. Da, wo halt auch der Brunnen und all das ist. Da haben Brunnen, Bäume und da haben wir Geländefarben. Da gibt es nicht sehr viele, aber es gibt ein paar. Okay, gut. Bevor ich jetzt rage, das habe ich nicht gewusst. Ich hätte es da aber auch nicht vermutet. Also ich wusste nicht mal, dass es Geländefarben gibt. Ja, irgendwo muss es sein und wir haben es halt irgendwo da mal hingepackt. Ne? Ich fand es halt logisch, dass es bei Blumen ist, aber gut. Ist halt das Gelände-Spray-Tool. Ich meine, bei Sims 3 hattest du ja die Möglichkeit, Gelände hoch und runter zu machen und so. Du konntest ja in der Tiefe bauen und so. Das war sehr interessant. Da konnte man auch sehr viel mit glitchen und es war erstaunlich wenig buganfällig, muss ich ganz ehrlich gestehen. So im Vergleich zu dem, was manchmal hier passiert, wo ich mir denke, so, da habt ihr schon keine Erhebungen oder sonst irgend so einen Scheiß, mit dem ihr euch abgeben müsst, ja. Und dann kriegt ihr es immer noch nicht geschissen. Weil hier ist halt auch so, du hast nicht direkt ein Gitter, an dem du dich orientierst. Heißt, wenn ich jetzt hier was lösche, wieder mit dem Radiergummi-Tool, sind die Ränder halt, naja, ne? Ist halt mehr so ein Spray-Tool. Ja. Und die sind halt immer noch so matschig. Und es ist mega schwierig, die in einer Linie zu führen, weil du dann halt immer wieder doch leicht zitterst. Es versucht dich in einer Linie zu führen. Das Spiel schafft es einigermaßen, ne? Dass es nicht ganz so rüberhakelt. Es geht. Aber trotzdem. Ja, ich bin nicht ganz so begeistert davon. Weil selber benutzen die das manchmal super exakt. Du siehst, dass es gecuttet ist bis auf eine Linie komplett. Und da weißt du ganz genau, ja, das macht Maxis dann selbst anscheinend anders als die normalen Leute, die das Spiel normal haben und nicht irgendwie was Besonderes bekommen. Alleine, wenn man hier dann so Aussparungen hat. Was aber eine schöne Möglichkeit ist, um einen dichten Garten zu gestalten, was du mit allen Objekten machen kannst, du kannst Objekte vergrößern. Und da ist es irgendwie ganz komisch, du drückst Steuerung und diese komische Apostroph-Taste. Die neben Backspace. Die neben dem Backspace, ja. Dann kannst du dann halt Objekte sehr stark vergrößern. Und mit dem Scharf-S, das dich gleichzeitig rauszoomt, weil es auch die Raus- und Reinzoom-Tasten übrigens nebenbei sind. Scharf-S bedeutet SZ. Also ist SZ, ja. Wenn du SZ drückst... Für die Leute, die Deutsch sprechen. Ist das hessisch, oder was? Scharf-S? Ja, man hat das da so genannt. Frag mich nicht. Also ihr zoomt halt automatisch rein, wenn ihr da drauf drückt. Ich weiß nicht, ob das an der Sims 3-Steuerung liegt, aber naja, jedenfalls kann man... Ist das ein Bug? Nein, das weiß ich nicht. Was so schön, oder? Ist das ein fucking Bug, bitte? Nein. Es gibt da keine Restriktion, wie groß das ist. Nein. Ist das eine Mod? Nein. Das ist im Spiel drin, das ist so. Also sagen wir einfach mal so, wenn du dem Spandauer Inferno was Gutes tun willst. Und die... Gib mal her. Was ist das? Das sind Häschen. Aber was? Ein Freezer? Ja, so nee, einfach nur ein Häschen. Ist einfach nur Deko. Walte deines Amtes, Madame. Es gibt keine Restriktion. Und das Gitter da unten drunter ist ja auch scheißegal. Ja, ja, das ist dem auch egal. Das okay, muss. Ich glaube, nee, das ist das Cap. Nee, warte, nee, da. Ist es noch größer? Ja, klar. Also ist das kein Gitter mehr, weil das. Ja, dann setzt es einfach hin. Tada! Also ich mache das besonders gerne mit den Gartenzwergen. Und weil ich den jetzt nicht platzieren kann, nutzen wir jetzt tatsächlich mal einen Cheat-Kommandozeile, öffnet man STRG, also Steuerung, Shift und C. Und dann gibt man BB.
Move-Objects ein. Einfach Enter, dann schaltet er den automatisch ein. Dann kann ich meinen Gartenzwerg platzieren. Den ich gar nicht richtig sehen kann. Why? Die Mods, Cheats, wie auch immer, findet ihr übrigens unten in der Infobox. Ja, da habe ich tatsächlich immer den Link zu. Okay, also du hast hier den Cthulhu-Zwerg. Ja, das ist halt mega insane. Also man kann mit dem Spiel echt eine Menge Scheiß anstellen, was diese Dinger angeht. Und ja. Weißt du, das sollte Zusatzinhalt in Form von Mods sein oder in Form von ich cheate. Das ist ganz normal im Spiel. Und das, wofür du cheaten musst, zum Beispiel, dass du die Säule an die Rundung stellst, das sollte nicht cheaten. Nötig sein. Oh, jetzt habe ich das nicht. Okay, alles gut. Also, großes, gigantisches Riesenhäschen, alles gar kein Problem, ja. Man kann nicht alles vergrößern. Falls also jetzt ein paar von euch sehr vehement auf diese Taste hämmern, es geht nicht bei allem. Im Spiel. Ja, natürlich im Spiel. Ja. Das soll heißen, ich kann jetzt nicht hingehen und irgendwie... Nimm doch am besten eine Säule. Ich weiß nicht, ob man eine große Tür machen kann. Ich weiß nicht, ob du... Natürlich kann man eine große Tür machen. Ich frag mich, ob die Sims die benutzen können. Probier mal aus. Wir müssen das Baller rein, probieren wir aus. Ja, warte, direkt die und dann nimmst hier du. In die Wand und jetzt müssen wir, jetzt gehen wir hier in den. Wir machen das jetzt einfach, probieren das wir, jetzt aus. Wir nehmen jetzt den erstbesten, der da ist, den ballern wir da rein. For Science! Das ist schon hart, ne? Ich bin sehr gespannt, ob wir. Ich will einen riesengroßen Fernseher im Garten, den der dann ausprobiert. Ein Heimkino anlagen. Ja, einfach einen richtigen Kackfernseher, richtig, aber riesengroß. So, jetzt erstellen wir einen Sim für dieses Haus. Ich verstehe nicht, dass man da keine Restriktionen... Oh nee, der ist zu langweilig. Genau. What a oh, alles klar. Ja, ich glaube, der hat einen Zwerg. Achso. Der Nachname hier, der Manuel Wagner. Der ist voll der Schelm. Mega romantisch. Aber auch Vegetarier. Vegetarier. Und der hasst Kinder. Und lebt dementsprechend in Berlin Friedrichshain. Ja. Kommt nicht nach Spandau, wenn ihr Kinder hast. Kommt nicht nach Spandau, wenn ihr Kinder habt, ganz ehrlich. Also nee. Wir haben ja echt komische Kinder. Also ja, möbliert bitte, weil das ist ja auch so wunderschön möbliert. Play. Er hat auch echt das geilste Viertel, weil er, also er kann da halt gut wohnen, ne? Weil da wohnt ja auch außer ihm keiner in Newcrest. Ist ja komplett leer. So, sag ich, er soll rein. Er muss ins Haus, also hier hin. Jetzt beeil dich, du Arsch. Ich mag den schon von vornherein nicht. Der benutzt jetzt echt diese scheiß Tür, oder? Ich bin sehr gespannt, wie er die Tür nutzt. Nee, das geht nicht. Ich kann die Tür nicht benutzen. Und irgendwie fehlt der Tür auch. Dem Haus fehlt Boden. Deswegen! Deswegen kann er das nicht benutzen von dem scheiß Hausboden. Wie habe ich denn das gemacht? Ja, richtig. Ich habe ja solche Dinge. Dann muss das jetzt hier genau. Ja, ich habe auch mach einfach nur, genau, mach das einfach nur und dann spielen. Dass der die Scheißtür benutzt. Einfach scheißegal. Ignorier das. Alles kaputt. Also, dieses okay, Spiel. Also, okay, einfach dahin. Nee, geht immer noch nicht. Ich glaube, er kann die Tür nicht. Hey, was ist denn überhaupt alles jetzt passiert? Was ist denn? Nee, warte, weil das funktioniert so gar nicht. Also, wir haben jetzt alles kaputt gemacht. Ne, wir haben einfach nur die Wände rausgerissen. Ja, warte, das. Also, ja, ich hab echt keine Ahnung, was da jetzt kaputt ging. Das ganz untere Bereich des Hauses ist damit automatisch weg. Und da muss man den nochmal. So. Ach, sehr gut. Warte, so, jetzt muss. Bisschen. Hier. For Science! Ja, warte. So, damit wir dann den wieso musstest wieder... du eigentlich das jetzt unten nochmal neu machen? Ich also weiß das, nicht! Das achso, weil ich das hier rausgelöscht hatte und deswegen ist das alles verschwunden, weil man keine Löcher in diesem Spiel haben darf.
So, das ist jetzt die scheiß Tür. Ich habe da eine verfickte Kacktür gesetzt. So. Das ist jetzt unsere scheiß Tür. Ich gehe an sein Handy. Geh da rein jetzt. Kann er nicht. Kann er nicht. Oh, ist das traurig. Warum denn nicht? Die Tür ist doch gar nicht zu. Die muss doch gehen. Ja, mach die mal so hoch wie das Haus. Wir machen jetzt mal einfach erstmal einen größer. Okay. Und setzen die Fenster weg. Vielleicht lösch die raus. Ja, Problem. Nee, die da oben mal. Sind ja auch noch Fenster. Ja, die können wir, die gucken wir jetzt erstmal. Immer hier hin. Nicht so gehen. Ja, ist ja gut. Wenn die jetzt auf Normalgröße ist, vielleicht geht's auch nicht. Doch. Nee, es geht auch nicht. Ich weiß nicht, was du mit dem Haus gemacht hast, aber ich glaube, das Haus ist kaputt. Ich glaube einfach, es geht halt nicht, weil... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was wir mit dem Haus gemacht haben. Wir haben irgendwas mit dem Haus gemacht und es geht nichts mehr. Weil vielleicht wegen dem bb.move. Aber... Normalerweise hat das dann das Spiel keine Probleme damit, eine Tür dann zu... Hier, guck mal, das ist die gleiche Tür jetzt, du blödes Stück Dreck. Du gehst jetzt einfach da durch. Okay, das funktioniert. Gut. Okay, die kann er benutzen. Okay, jetzt ist die Frage. Nicht jetzt die Tür hier... Nimm die Fenster raus oben. Nee, einfach mal... Mach das so. Einfach weg damit. Okay. So, okay. Die zählt dann, glaube ich, nicht als in der Wand drin richtig. Die ist dann da nur hinplatziert. Oh. Mach sie größer. Okay, das scheint zu funktionieren. Riesengroß. Ich glaube, so hatten wir sie, ja. Also groß wie das Haus halt. Ja, das ist genau. Geh da hin. Nee, jetzt geht's wieder nicht. Du hast unten noch die Fenster, vielleicht deshalb. Ich weiß nicht. Also für mich sieht das nicht so aus, als wäre das Problem der Tür. Doch. Echt? Ja. Es darf wahrscheinlich nicht höher sein als das Haus. Ja, befürchte ich auch. Er sagt halt jedes Mal, also er sagt nicht, dass es irgendwie abgeschlossen ist oder so, nee, ne? Er sagt, es ist abgeschlossen. Vielleicht kommt er nicht an den Türknauf oder so. Ich nehme mal eine andere Tür. Ist das zu dumm, um an den Türknauf zu kommen? Weiß ich doch nicht. Wir nehmen jetzt mal eine gigantische Glastür. Hä? Ja, das ist halt das Loch, durch die das Sim durchgehen würde. Nee. Lauf jetzt da durch! Es geht nicht, er kommt nicht an die Klinke. Das ist die Klinke. Das ist ja so schade, das wäre so lustig. Nee, das ist wahrscheinlich einfach so zu hoch. Es geht, ja, so würde es gehen. Nee, auch nicht. Ist auch noch zu hoch, das geht ja auch bis ins Dach rein. Aber es sieht schick aus. Ich meine, kann man so gigantische Fenster machen? Mich würde es wundern, wenn es nicht geht. Das sieht nicht schön aus. Vor allen Dingen, weil das Loch auch so klein ist. Oh mein Gott! Ich bin mir zu 99% sicher, dass das ein Bug ist. Nee, es ist echt kein Bug. Dann haben die einfach nur zu 99% Scheiße gemacht. Ich glaube, das hatten sie als Scherz reinprogrammiert. Genauso wie Sims 4 sie zum Scherz programmiert haben. Wir müssen noch eine schöne Sache machen, die will ich dir zeigen. In den Kühlschrank. So. Also... Man gibt wieder ein Test. Ah, das ist das Scheiß. Drück einfach nach oben. Testing. Sheet True. So. Und jetzt klicke ich auf den Kühlschrank und als Kopf festlegen. Was? Das war, glaube ich, im April-Scherz letztes Jahr oder so. Dann haben sie es drin gelassen. Jetzt ist das sein Kopf. Du kannst eine ganze Familie haben, die so ist. Ich finde ja den Fernseher am schönsten. Ich finde es schön, dass man immer einen kühlen Kopf bewahrt. Selbst wenn man die Sims... Oh mein Gott, das wäre super witzig. Ich will auf jeden Fall einen Pinguin haben. Ich will auf jeden Fall einen Pinguin haben. Geh jetzt hier hin, du Arsch. Hör auf das zu essen, geh hier hin. Fernsehen. Und guck auf deinem Kopf jetzt. Das Fernsehen gucken jetzt. Guck jetzt Fernsehen. Das Fernsehen gucken jetzt. Guck halt
Er guckt Fernsehen auf sich selbst. Ja, er guckt auf sich selbst Fernsehen. Das geht, aber runde Wände gehen nicht. Guck mal, jetzt eben die Kochfähigkeit erworben. Das hilft schon extrem. So einen Pinguin-Fernseher als Kopf zu besitzen. Ja, ich hoffe, dieses kleine Tutorial hat euch gefallen. Schöne Dinge, die man mit den Sims machen kann. Franz ist schwer impressed und hat ganz viele lustige Ideen, was er dem Spandauer Inferno auf den Kopf setzen kann. Toiletten. Jeder kriegt eine andere Toilette. So. Und dann gehen die selber auf den Toiletten unterschiedlich kacken. Du meinst, weiß nicht, also. Auf sich selbst kacken gehen. So Kutscher geht bei Sola kacken und so. Ja. Ich will das jetzt ausprobieren. Oh, bitte. Was passiert, ob man die dann benutzen kann oder nicht. Also Fernseher macht ja noch Sinn. Schmutzig machen erstmal auf jeden Fall und als Kopf festlegen. Verwenden. Geht das? Ich glaube, er hat sich gerade selbst im Kopf gepullert. Und teleportiert. Ja, geil. Sehr gut. Das bedeutet, du kannst den Jungs Toiletten aufsetzen, sie können sich gegenseitig... Wer hat euch denn in den Kopf geschissen, dass man sowas macht? Und wenn die mal groß müssen, setzen sie sich hin. Das ist schon... Aber ich will den Pinguin wieder haben. Nein, du sollst nicht sehen, du sollst auf dir selber jetzt einen Film ansehen. Und zwar Sims aus dem Jenseits. So, jetzt guckt er wieder in den Himmel, weil das ja da oben ist. Und guckt Sims aus dem Jenseits. Für mehr schöne Sims-Tutorials abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch mehr Schwachsinn sehen wollt, dann guckt einfach bei unserem Sims Not a Vampire Let's Play rein. Weil ich habe das Gefühl, dass da bald ein paar Jungs mit Toiletten auf dem Kopf herumlaufen werden. Ich bin da übrigens gerade, glaube ich, schwanger. Ja, stimmt. Ich meine... das war noch nicht bestätigt. Es ist bestätigt. Wieso bin ich schwanger? Oh mein Gott. Ich habe gesoffen wie ein Loch. Ich erkläre dir das später, wie das mit dem Schwangersein funktioniert hat. Bei die Sims, bitte. Ich verstehe schon, dass man... Obwohl, er ist wahrscheinlich... Ich gehe jetzt und ihr solltet die auch tun. Außer ihr guckt andere Videos, dann bleibt. Aber ich gehe. Guck Zelda, guck Animal Crossing und guck meine Sims Soap. Und Franz geht jetzt. Tschüss. Das ist so perfekt, ne? Entschuldigung, Ja, aber Alter, sonst kriegst du Ärger mit Tanzverbot. Sonst kriegst du Tanzverbot, wenn du kein Doppeltief machst. 0:52 Uhr, jetzt schlafen. Dann kann mir Tanzverbot gerne mal die Puppe nuckeln. Hast du gehört? Freie Einladung. Okay, tschüss.